Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Sonntagsspiel Fortuna Düsseldorf gegen 1860 München und mit den Münchnern zu Gast bei der High Society ist der Robert. Hallöchen. Hallöchen. So, kleiner Disclaimer noch am Anfang. Ja, wir spielen noch mit FIFA 15. Wie bis zum 24. werden wir noch warten müssen. Für alle Enthusiasten. In der Videobeschreibung findet ihr die passenden Links, da könnt ihr es euch genauso vorbestellen wie der Rest auch. So, dann wollen wir mal. Was ist denn jetzt los? Warum denn jetzt? Ich habe heute nur Pech mit den scheiß Schiedsrichtern. Es gibt nicht mal eine Wiederholung, warum? Wahrscheinlich völlig zu Recht. Nö, ist so. Hashtag ist so. Um an Kevin Großkreuz zu erinnern. Ach ja. Apropos Kevin Großkreuz, habe ich, sehr gut. Eventuell ein bisschen vertan. Kann man machen. Und zwar gab es ja jetzt so einen Post von Borussia Dortmund, wo die Yakuba und Kevin an ihrer Wirkungsstätte suchen wollen. Ja. Und haben ja drunter geschrieben, echte Borussen vergessen wir nicht. Und da habe ich mal in die Kommentare geguckt. Und das jeder ist mit Olli Kirch. Genau. Jeder zweite Kommentar. Ich hab's auch gelesen. Das ist mit Olli. Das fand ich sehr gut. Fand ich sehr, sehr gut. Selten hat sich wirklich ein Spieler so gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ja. Auch wenn er nicht eingesetzt wurde. Ey, das ist... Aber gut, ich sag mal so, um Olli zu besuchen, müssen sie jetzt auch nicht wirklich weit weg. Ja, gut. Den kannst du ja auch mitverfolgen. Ja, richtig. Aber dem wünsche ich natürlich so viel Einsatzzeit, wie er nur noch kriegen kann. Auf diesem Wege, meinst du so, wenn er mal unser Video guckt, dann... Ja, das ist... Ja, also wenn er unser Video wirklich mal sehen sollte, Olli, du warst einer der Besten. Ja. Als Kehl weg war, bin ich eigentlich davon ausgegangen, jetzt machst du es. Das ist also gerade... Ah, es ist so viele Spiele gehabt, wo der so unendlich geile Pässe gemacht hat. Mhm. So ein Passstarker. Und so ein Kreativer. Und so einer, der niemals alt wird. Ach Mensch, der hatte alles. Gutes Aussehen, sagst, Talent. Sagst, der hat den Titel der schöne Oliver verdient? Auf jeden Fall. Der schönste Oliver. Der schönste Oliver. Ja. Ach Mensch, vermissen. Da hat mir nur seine Präsenz gereicht. Ja. Das ist, solange wie in der Mannschaft war, war alles gut. Jetzt ist alles neu und ungewohnt. Ach ja. Lass ihn ablaufen. Du hast es voll drauf. Ist immer der, der den bedienen. Ich finde das sehr angenehm, dass du bestimmte Dialoge schon alleine führst. Ich nehme einfach nur den Hater und die Angriffsfläche. Ja, Kategorie Mensch, die wohl glauben, dass sie bei YouTube ein ganzes Fußballspiel gucken können. Mist, ich wollte ja unbedingt schon mal so ein Affiliate-Link für Sky haben. Tja. Ja klar, du kriegst auch noch einen mit. Ein bisschen schade. Ich habe so das Gefühl, wir können bestimmt einiges geil haben, wo sie über sowas verkaufen. Ah, shit, ganz offen zu rennen. Boah, das ist voll lang gemacht. Was für ein Vollpfosten. Echt. Da verstehe ich das Spiel auch manchmal nicht, gell, ohne Scheiß. Seit wie vielen Jahren gibt es FIFA? Weiß ich nicht. Sie sind immer noch nicht in der Lage, auszuloten, wer der nächste Spieler ist. Da lässt er lieber ins Leere werden. Weil irgendein Torhüter echt so dumm wäre. Ah ja. Na, pünktlich abgepfiffen. Zeit wurde es. Auch so ein relativ müder Kick wieder. Na, es ist zweite Liga, was erwartest du?
Ich habe so das Gefühl, dass wir uns dann aber auch in der ersten Liga wieder mit irgendwelchen 0-0s durch die Kante quetschen. Ich sag's, wir egalisieren uns. Ja. Also es ist zumindest, also wenn wir uns jetzt egalisieren, dann ist das für mich schon mal ein Fortschritt zum letzten Spieltag. Ja, das war kein guter für dich. Nee, weiß Gott nicht. Und das Punkt, weil ich will ja jetzt nicht den Finger in die Wunde stecken oder so, aber ich habe mit den schlechteren Mannschaften gespielt. Stimmt nicht. Nee, stimmt wirklich nicht. Oh, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber da, ne, egal, ich kann mich eh nicht mehr zu 100% erinnern. Ist schon so lange her. Was macht mein Torhüter? Du bist so ein dämlicher Idiot. Ja, das wusste damals schon Toni Schumacher, wenn du rauskommst, müssen haben. Na, das sind 2 Euro ins Phrasenschwein. Und das soll aber Toni Schumacher machen, von dem kommt das ja. Der kann es sich ja leisten, seitdem er bei Köln drin sitzt. Oh, so ein Scheiß-Tor. Was macht der Torhüter da? Der hätte noch locker eine Minute machen können, bis du da gewesen wärst. Richtig. Also die Verteidiger, die waren einfach zu nah dran. Der hatte keinen Grund gehabt, rauszukommen. Definitiv nicht. Der Zweikampf, starke Truppe habe ich hier. Naja, wenn du den Mittelfeldmotor rausnehmen musst, dann wird das nicht. Bin mal gespannt, der wird dann den größten Fortschritt machen. Bin mal gespannt, was der in 16 für den Logik kriegt. Wen meinst du jetzt? Den Weigel. Weigel. Oh ja. Ja, 16 wahrscheinlich noch nicht so hoch. Weil ich denke mal, die Votings, die werden schon halbwegs durch gewesen sein. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Also der Weigel, der wird höchstwahrscheinlich vermutlich mal nicht mehr als eine 75er Wertung haben. Ja, da hat er sich um 10 Punkte verbessert, weil hier hat er eine 65er. Ja, aber selbst das wäre noch zu wenig. Also guckt man sich so die ersten Spiele an. Dieser Hühnerhaufen hier. Torhüter, hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen, nicht. Ich hätte eigentlich gesucht nach den Wiesentrikots, aber die haben sie dann bestimmt erst in FIFA 16 eingebaut. Was für Trikots? Hast du auch nicht mitgekriegt, aber du kennst dich nur mit den ganzen Spielertransfers aus. TSV 68 München hat eine Sonderedition an Trikots gemacht fürs Oktoberfest. Toll. Sieht aus wie bayerische Tracht. Okay. Ich sag's, wie es ist, da verkaufst du bei mir nichts. Bist du ein Oktoberfest-Vogel? Auf jeden Fall. Was ist hier jetzt los? Nee. Bam, Junge. Nee, bam. Das kann nicht wahr sein, ey. Wirklich nicht. War dieser Lude, ey. Wirklich. Dämliches Glückstor. Und der Arsch da hinten geht nicht dran. Das war aber voll schön gemacht. Total schön. Könnt ihr jetzt ein Foto davon machen, wie mir die Sonne aus dem Hintern scheint? Ja. Da war der Rennsegen geschlagen. Hätte ich doch nur unerschnell reingetan. Aber das ist halt auch nur die Wahl. Wisst ihr, entweder tust du jemanden rein, der von Schalke kommt, oder jemand, der von Bayern kommt. Ganz ja, toll. Ist beides zum Kotzen. Komm, schwarze Perle. Ja. Nee. Oh, nee. Oh, kriege ich jetzt auch mal einen Spieler hier zugewiesen? Ey, das ist so ein Dreck, wirklich. Verdammte Axt, ey, wirklich. Das ist jetzt wirklich zum Kotzen. Aber es sind zumindest 2 Tore gefallen. Das hilft mir leider gerade gar nicht. Da gab es irgendein Handschuh-Update für FIFA 15. Ach, das ist
so dämlich. Das ist, selbst Mandzukic spielt ja im Hochsommer kurzen Trikot und Landschuhen. Das ist echt. Tja. Ach ja. Schöne Scheiße. Lass deinen Frust ruhig raus. Ja, mach ich auch. Dämliche Scheiße. Mann. Fortuna Düsseldorf, als hätten die in der letzten Zeit mein ausverkauftes Stadion gehabt. Ich lach mich tot. Ach, verdammt, das habe ich vergessen zu drücken in meiner Hand. Ach, Mensch. Arme vor der Brust verschränkt, wie so ein kleiner Muffel. Ja. Ich höre die ganze Zeit nur. Mann, ey, wirklich. Sowas von bescheiden. Na gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der ersten Liga. Unentschieden. Wieder. Das ist unser erstes Unentschieden. Nee. Doch. Das zweite. Ergebnis Saison 33. Unentschieden. Normalerweise war es immer übers Torverhältnis geregelt. Ach, letzte. Hier so ein Unentschieden. Ja, du hast recht. Hat jeder mal einen Pokal bekommen. Super. Gut, alles klar. Habe ich schon Tschüss gesagt? Ich weiß es nicht. Tschüss. Ja, tschüss.